Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal Mutant Year Zero Reloaded. Oh, tu noch was, kann ich nicht lesen jetzt gerade. Ich werde dieses Video, deswegen seht ihr keine Kamera, ungeschnitten hochladen. Also ich werde nichts rendern, ich werde nichts wegschneiden, ich werde gar nichts machen. Einfach nur aufnehmen und das hochladen. HDR hat es nicht, also hat mir bei der Aufnahme nicht gesagt, dass ich HDR anschalten kann. Ich spiele es auf der PS4 Pro, nehme es so auf und lade direkt hoch, damit ihr dann halt da so einen Überblick habt. So, das Team gucken wir erstmal nach. Also deswegen auch keine Kamera, weil da geht kein HDR und da leidet die Qualität ein bisschen drunter, wenn ich mit der Avamedia aufnehme. So, Audiomasse. Wir machen mal hier Musiklautstärke. So. Ja. Achso, Video können wir ja auch noch einstellen. Gucken wir mal, was wir da haben. Also ich muss hier, kann hier nicht mit Steuerkreuz machen. Ich muss hier alles mit den Analogsticks hier machen. Passt die Helligkeit so an, dass das Logo erkennbar ist. Ja, das ist gerade so erkennbar. Muss ich es jetzt aber heller machen? Ne, das ist zu hell, würde ich sagen. Machen wir mal auf der Hälfte so ein bisschen. So. So, Gameplay. Untertitel an, definitiv. Also ist an. Tutorial zeigen, Vibration, jo. Steuerung wollen wir nicht. Das werden sie uns ja, denke ich, mal am Anfang gleich erklären. So, jetzt speichert er. Ich finde das cool mit der alten Diskette da. So, jetzt werden wir mal. Ach du heilige Scheiße, automatisch speichern nach. Ach du Scheiße. Nee, wir machen da einfach mal normal. Einfach geht ja nicht. Normal, schwer, extrem und. Aua, 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 aua. Eisenmutant. Naja, dann machen wir mal das. Aber wie sieht ein Bild bei Eisenmutant aus? Oh. Mit Flammen. Ne, Eisen lassen wir mal aus. Und wir lassen normal. Das ist eins von den Spielen, auf was ich mich sehr gefreut habe. Das habe ich bei der E3, boah, war das vorjahr bei der E3 schon gesehen und da schon tierisch gefreut. Hat so ein bisschen Elemente von Gladius, falls ihr das vielleicht noch kennt, von der PS2, wo man so halt in Schritten vorgehen konnte. Jeder hatte nur so und so viele Züge. Und hier war das dann halt so ein bisschen so von oben drauf. Schade, dass es Englisch ist. Better if you'd sent us somewhere with actual scrap to find. Why do you have to be so annoying? Come on, we gotta head back before Pritt closes for the night. Achso, ich bin der jetzt. I'm not annoying. Shut the hell up. Wanna see annoying? I can show you annoying. What's wrong with you? We're in the zone. Keep your eyes open and mouth shut. Yeah, you only told me that 9,000 times already. Come on. Let's split up. Follow me. Okay. Hätte er L2 gedrückt. Scrap's gonna make us here.
not just any thieves. Stalkers. Tight muscles. Uh-oh. Wir sind rundenbasiert, oder? Okay. Ich von der anderen Seite lang. Closer to the arc every day. Something's up, Borman. Get over here. Wait here. Follow me. We saw one of these things once, filled with zone dogs, right? Ooh. The ancients sure knew how to build big pieces of garbage. Für einige von euch ist es bestimmt auch total uninteressant hier. So rundenbasiert ist nicht für jeden was, aber... Ich weiß nicht, ich finde das ab und zu mal echt sehr interessant.
Okay. Okay, erst haben wir hinter uns. Im E3-Trailer war aber noch ein Mädchen mit bei, also... Radio. Okay, also lautlos. Oh oh. Scheiße. Da hab ich's versaut.
Ach scheiße, ich hab kein Dings mehr frei. Ja, das sind viel mehr. Mist. Muss ich mit ein bisschen mehr. Mein Giotto, vielleicht gibt mir das ein bisschen Energie. Oh. Scheiße, zu spät gedrückt. Zu spät Viereck gedrückt. Das war wieder nicht lautlos. Nur die Ente kann lautlos. Mist. Alter.
Scheiße, ich habe keinen Zug mehr. Ich habe gedacht, ich kann noch runter gehen. Da am Fenster, gut. Ah, scheiße Auto. Jetzt schaffen wir es aber. Jetzt schaffen wir es. Kann ja sein, dass ich gleich am Anfang schon verkacke hier. Jetzt hat er hinterher geklappt. Mhm. Dann können wir hier. So, ich muss oben anfangen nach Pinkdorf. So. Ja, das sind die Werte und das ist die Mutation. Und dann können wir bei dem anderen ja auch noch machen. Haben wir jetzt nicht. Müssen wir gucken. Brauchen wir halt mehr Punkte.
What do you think about that, huh? Levelaufstieg. Können wir erstmal das einsammeln. Was hier liegt. Vielleicht liegt der hier dran auch was. Nee. Doch, Schrott. Hier kriegt er den Flügel. Das ist ja geil. Gehen wir mal lieber auf den Weg lang. Stehen denn die drei Totenköpfe? Dreimal gestorben oder? Of course the world ends. You did it to us. When the ice melted, you said nothing. When the plague spread, you did nothing. When the nukes dropped, you became nothing. At least that's what the Elder says. But cheer up. You'll be happy to know that despite your mistakes, life remains. In a small settlement high above a raging river, people are living and thriving. We call it the Ark. The Ark is humanity's last outpost, a lonely island in an ocean of chaos. Within these walls, we help each other create a new civilization on the ruins of the old one, with the guidance of our leader, the Elder. The Elder tells us we're safe as long as we never leave, because outside these walls lies the Zone, the never-ending wasteland. Mass graves spanning the planet, littered with your crumbling monuments, your hubris and arrogance. What the Elder chooses not to tell us is our food and water supplies are running dangerously low. That's why he relies on Stalkers, adventurers who leave the Ark, explore the Zone and scout.
Stalkers have to be more than human. That's me, Mr. More Than Human, a.k.a. a mutant. I look weird to you, but hey, you look weird to me. So let's leave it at that. If the Stalkers come back from the zone alive, the Ark survives another day. If the Stalkers don't come back, the legacy of mankind will be lost forever. At least, that's what the Elder says. Jetzt geht's erst richtig los. Lass mal nicht überspringen, mal gucken, was passiert. Das sind Totenköpfe, da kommen wir nicht durch. Noch einer. Mist, da war ich ein bisschen zu voreilig. Das sind zwei. Da ist einer. Scheiße, der stirbt gleich. Schädelspalter, nee, das geht bei dem nicht.
Scheiße, ich brauch nochmal. Ist die Ente schon da oder nicht? Scheiße. Death-dealing, soul-stealing, stalking machine, baby. Ah, shit. Shit. Oh, Scheiße, ich hätte nicht so weit rauskommen sollen. Da war ich zu weit draußen.
war am Anfang eine gute Idee, dass ich da auf Dach war und dann doch nicht. So. Scheiße. Says he doesn't have a second to lose. The mission's too important. Our mission, he says, is a man. And that man is Hammond. Everyone in the Ark knows Hammond, respects him. He's our lead, gearhead, going farther into the zone than anybody else, bringing back the machines that help us survive.
He knows how to keep those machines running, how to fix them when they fall apart. Hammond keeps the Ark's heart beating. The Elder says 3 nights ago, Hammond took his team of Stalkers and headed north, not telling anyone why. They haven't come back. I've never seen the Elder this shaken before. It scares me. He tells us Hammond has a remote cabin in the north that could yield some clues to his location. Me and Ducks never patrolled that far before. But the Elder says he has faith in us. He believes in us. So, this mission we accept. Go to Hammond's cabin, search for clues, then find Hammond and bring him back alive. The fate of the Ark depends on it. Ja, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Wir sind nämlich bei fast einer Stunde jetzt angekommen, also bei 53 Minuten oder so was. Ah, eine Trophäe. Ich will euch ja auch nicht zu viel spoilern. Wir wollten ja nur mal rinkicken. Ich weiß, dass der eine oder andere jetzt sagen wird, oh, rundenbasiert, oh, langweilig und so. Aber ehrlich gesagt, es ist gar nicht langweilig. Es macht wirklich Spaß. Man muss strategisch rangehen, sonst, ja, habt ihr ja gesehen, stirbt man in einer Tour, so wie ich. Aber sonst ist es wirklich echt geil. Wie gesagt, ich mag so eine Spiele, so, klar mag ich sowas wie Darksiders auch, wo man einfach rumrennt und abschnetzelt und so. Aber auch sowas zwischendurch mal so rundenbasiert, finde ich saugeil. Kostet, was kostet es im PSN? Ich glaube 34, 35 Euro oder so. Den Link zu PSN werde ich euch unten runterpacken. Ich weiß gar nicht, ob es das als Retail-Version auch gibt. Ich habe es aus PSN runtergeladen. Wenn es als Retail-Version gibt, mache ich es euch Amazon unten runter oder so. Wenn es euch gefallen hat, würde mich über ein Däumchen natürlich sehr freuen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonnieren kostet nichts. Wie gesagt, ich werde das jetzt reines Gameplay-Material hochladen. Ohne Kamera, ohne dass ich anfangen was wegschneide, am Ende was wegschneide, komprimiere, ein Part schneide, irgendwas reines Gameplay-Material, dass ihr seht, wie es in Wirklichkeit aussieht. HDR hat es nicht. Ja, 4K wird mir aber angezeigt. Ich spiele auch auf der PS4 Pro. Und ja, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.